Hallo, liebe Gartenfreunde. Heute geht es ausnahmsweise nicht um den Garten und nicht um das Gartengemüse, sondern um unsere Zimmerpflanzen. Die haben wir leider ein bisschen vernachlässigt. Ein paar davon sind ausgetrocknet. Ein paar haben wir in viel zu kleinen Töpfen. Ja, wie man sieht, in einem Topf sind es mehrere Pflänzchen, verschiedene Pflänzchen, und die müssen wir jetzt in verschiedene Töpfe setzen. Ich habe schon ein paar vorbereitet. Leider habe ich nicht so viele und auch wiederum viel zu kleinere Töpfe. Aber für Keiminge, für kleinere Pflänzchen reicht das völlig. Die Erdmischung setzt sich wie folgt zusammen. Wir haben ganz normale Blumenerde, Zimmer, Balkonerde, die Hälfte davon und ein Teil von der Kokoserde zusammengemischt. Und wir befüllen jetzt die Töpfe damit und dann kommt noch ein natürlicher Dünger dazu. Viele Pflänzchen übrigens sind bei mir im Sommer auf die Terrasse. So, wir entfernen die alten Blätter, die kaputten Blätter. Und setzen die Pflänzchen als nächstes in kleine Töpfe. Später muss ich sie natürlich wieder umpflanzen in etwas größere Töpfe oder Kübel. Als Übergangslösung ist das völlig okay. So, die Nummer 1. Somit kriegt diese Pflanze ein bisschen mehr Nährstoffe. Dann muss sie sich nicht mit anderen Pflänzchen teilen. Und die kann groß und lang wachsen. So sieht es dann aus. Ob das noch was wird, das glaube ich wird nichts mehr. Nee. Die schmeißen wir fort. Wir können versuchen, die noch zu ziehen. Das machen wir hier drin. Hier ist noch genügend Platz. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das schmeißen wir weg. So, dann haben wir hier bereits eine Monsterpflanze. Die separieren wir. Ja, dieser Topf ist auch viel zu klein. Nee, ich glaube, das müssen wir komplett auseinandernehmen. Ja. Ganz viele Keimlinge, die kommen erstmal raus. So, und jetzt kriegen wir die besser raus hier. Ja, die bräuchte mal ein größeres Gefäß. Aber haben wir leider nicht da. Ein bisschen frische Erde tut den Pflanzen wirklich gut. Damit sie nicht umfällt, gibt sie eine Halterung. Dann
kommen die Pflanzen wieder alle zurück. Ein bisschen frische Erde. Und wie gesagt, spätestens in 2-3 Monaten werde ich sie nochmal umpflanzen. Da habe ich auch wiederum viel mehr Platz auf der Terrasse. Diese Pflänzchen eignen sich auch sehr gut als Geschenk. Die verschenke ich auch tatsächlich sehr gerne. Mehrere Pflänzchen in einen Topf gesetzt, sieht sehr schön aus. Da freuen sich die Freundinnen und Liebhaber vom Garten. So, jetzt geht es diesem Topf an den Kragen. Hier ist es wirklich kunterbunt. Eine schöne Mischung aus 5-6 verschiedenen Pflanzen. Ja, die kriegen eindeutig zu wenig Nährstoffe, weil alle Blätter werden langsam gelb. Die muss man ein bisschen auseinandernehmen. Ja, eine große Frage, wie mache ich das jetzt? Ich will ja auch die Pflänzchen nicht verletzen, aber denen geht es hier überhaupt nicht gut. Okay, das muss ich verschieben, weil ich ein paar größere Töpfe brauche. Also muss ich erstmal einkaufen gehen. Aber was ich jetzt noch machen kann, ist die Palme zu retten. Hoffentlich, weil die leidet extrem. Wir haben hier in der Palme 1, 2, 3 andere Pflanzen und ja, wie man sehen kann, die kriegt kaum Nährstoffe, ist fast komplett ausgetrocknet und das jetzt nur in den letzten 2 Monaten. Vorher ging es ihr wirklich gut, aber weil die hier so schön wachsen und buschig sind, kriegt sie gar keine Nährstoffe mehr. Also kommen die raus und die Palme kriegt ein bisschen frische Erde. Und ja, dann hoffen wir, dass es ihr bald wieder besser geht. Ein Topf bzw. Gießkanne konnte ich noch finden. Gut, dann fangen wir hiermit an. Ja, es ist gar nicht so leicht, die zu trennen, weil die schon sehr tief verwurzelt sind. Das wird jetzt hier eine Riesensauerei. Aber die müssen hier raus. Es ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Ich muss die regelrecht hier rausreißen. Die hat mir aber nichts anderes übrig. Gut. Hier die Wurzeln sind schon zum Teil so hoch. Wie man sehen kann, hier haben sich ganz viele Nachwuchspflänzchen gebildet. Sinnvoll wäre, die jetzt alle abzutrennen und in extra Töpfe zu pflanzen, aber wenn man keine Töpfe parat hat, als Übergangslösung, muss es erstmal ausreichen. Okay. Nachher noch ein bisschen sauber machen. Aber so sieht es jetzt aus.
Ich will versuchen, die Wurzel nicht zu beschädigen, aber es ist wirklich schwierig. Okay, die sitzen auch relativ tief und fest. Ja, schwerer als ich dachte. So. Die kommt hier rein. So, das haben wir. Oh, hier ist ja noch eine davon. So sieht es aus. Und die nächste. So, die Wurzeln drücken wir jetzt hier noch rein. Ich hoffe nur eins, dass die mir nicht abstirbt, die Palme. Ordentlich frische Erde dazu geben. Ja, es macht Sinn, jetzt die kaputten Blätter noch abzuschneiden. Das mache ich jetzt. So sehen die aus. Natürlich ausgetrocknet, ausgelaugt. So, jetzt geht es ans Gießen. Und zwar habe ich in der letzten Zeit sehr viele Bananen gegessen und Bananendünger angelegt. Und den mische ich jetzt mit normalem Wasser. Und ja, die Pflanzen freuen sich darüber. Bananendünger hat sehr viele Nährstoffe. Genau, jetzt gießen wir schön die Pflanzen an. Wie gesagt, ein Drittel von dem Bananensud und der Rest ist Wasser. Die muss natürlich auch in ein größeres Gefäß. Muss jetzt also warten. Der Rest freut sich bereits jetzt schon über die frische Erde und ein bisschen Dünger. Vielleicht komme ich heute oder morgen dazu und hole ein paar andere Blumentöpfe. Ich meine, ich habe noch welche im Garten, muss ich schauen. Und dann geht es hier im Video weiter. Was haben wir heute gelernt? Im Gemüsegarten macht es sehr wohl Sinn, die Mischkultur einzupflanzen. Die halten sich die Schädlinge voneinander fort. Aber Zimmerpflanzen soll man schon Platz geben und die nicht so arg zu besiedeln. Ja, dieser Topf ist definitiv zu klein für die 5 oder 6 Pflänzchen, die drin stecken. Ja, und das nehmen wir jetzt zum Angriff und pflanzen die Trend. Das ist übrigens meine absolute Lieblingspflanze. Sehr schön und sehr mediterran. Hab mindestens 5 oder 6 davon und ich sehe gerade, es hat sich jede Menge Staub an der Pflanze abgesetzt. Die ist auch sehr, sehr leicht zu reinigen. Einfach drüber wischen und schon sieht sie ganz anders aus. Wunderschöne Pflanze. Okay, es ist inzwischen ein Tag vergangen.
Ich habe gestern noch ganz viele Töpfe und Kübel vom Garten geholt und außerdem noch Hornspänen, um die Erde mit Langzeitnährstoffen zu versorgen. Ja, mehr habe ich gestern nicht geschafft. Und weil es heute so schön ist draußen, die Sonne blendet mich hier richtig, werde ich das Ganze jetzt nach draußen zu verlagern. Alle meine Töpfe, alle meine Pflanzen bringe ich jetzt nach draußen und ja, und werde euch in einen Schnelldurchlauf, um euch nicht zu langweilen, das Ganze nochmal zeigen. Kann man das gut sehen, was für ein Kampf das war mit diesem Topf mit zig verschiedenen Pflanzen, das auseinanderzuziehen. Der Topf bestand hauptsächlich nur aus Wurzeln und ein paar Pflänzchen habe ich dann getrennt. Den Rest habe ich tatsächlich wieder zurückgesetzt und ordentlich frische Erde reingemacht. Es ist doch ein sehr schönes Kombi. Dieser Topf gefällt mir so, wie der ist. Deswegen lasse ich das noch stehen. Ja, dann habe ich viele verschiedene anderen Pflänzchen noch umgesetzt. Und das hat tatsächlich richtig Spaß gemacht, wieder mal draußen zu werkeln, in der Erde zu wühlen und den Pflanzen neuen Touch zu verleihen. Ja, irgendwann mal war die Arbeit dann getan und ich war damit sehr zufrieden. Habe mir dann noch einen Kaffee gemacht und genoss den Rest des Tages auf der Terrasse. Das war's auch schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen. Lass einen Kommentar da, darüber freue ich mich sehr. Und teile es mit deinen Freunden. Bis zum nächsten Mal.